Ist schon scheiße, wenn man so eine Witzfigur ist, dass das ausreicht, damit die Leute lachen. Ich habe euch was mitgebracht. Es geht ein bisschen um Akzeptanz. Ich habe euch was mitgebracht. Ich habe hier, das ist... da sind Flusen drin. Das ist... Aber das ist auch so ein fucking schwarzes Loch einfach. Egal, was da drumherum passiert, das wird gnadenlos eingesaugt. Und abends guckst du da rein und findest Flusen und Batterien und das Bernsteinzimmer und mein Grundschulfreund Steven, den ich 6 Jahre nicht gesehen habe. Das ist unglaublich. Aber wenn du so wie ich mehr Mensch bist, als du sein solltest, dann hast du nur 2 Möglichkeiten. Entweder du akzeptierst dich so, wie du bist, oder Sport. Und sich selbst zu akzeptieren, ist so viel einfacher. Man muss keine langen Strecken laufen, man muss keine schweren Dinge hochheben, man muss nicht ins Fitnessstudio gehen. Fitnessstudio ist so ein fantasieloser Ort, weil die Leute, die da reingehen, die sind auf der Jagd nach ihrem Idealkörper. Und alles, womit sie dann am Ende rauskommen, ist etwas, was weniger ist als vorher, etwas, was fester ist als vorher, besser definiert als vorher. Das Schlüsselwort lautet aber Idealkörper an der Stelle. Das heißt, du kannst alles haben, was du willst. Mein Idealkörper sieht ganz anders aus. Wenn ich meinen Idealkörper hätte, ich wäre eine Kuh. Und ich wäre aber nicht einfach nur so eine Kuh, sondern ich wäre eine Kuh, die so durch den Weltraum fliegt und dabei auf einem Laufband steht. Und dieses Laufband treibt eine Maschine an, die mich selbst melkt. Und aus der Milch, die dabei entsteht, macht die Maschine einen Käse, mit dem sie mich selbst füttert. Und das heißt, ich wäre in mir komplett abgeschlossen. Ich wäre ein Perpetuum mobile des Käses eigentlich. Und müsste mit nichts irgendwas zu tun haben. Und das wäre schon gut. Aber das werde ich nicht erreichen. Das weiß ich, dass ich das nicht erreichen werde, ohne größere, teure Operationen. Und deswegen bleibt mir nur, mich so zu akzeptieren. Aber seit ich das akzeptieren kann, dass ich diesen schwitzigen, haarigen Ball Fett vor mir hertrage, der keine Funktion erfüllt, der verbraucht einfach nur Ressourcen, das wird durchblutet und alles. Das ist, als wäre ich für immer schwanger mit einem Butterbaby, das niemals geboren wird. Aber seit ich das kann, seit ich das akzeptieren kann, habe ich ein anderes Verhältnis dazu. Seitdem kann ich mich abends ins Bett legen und sagen, gute Nacht, Bauch. Das hat gewackelt. Und wie schön das auch gewackelt hat. Kinder kommen aus der näheren Umgebung vorbei, um auf meinem Bauch herumzuhüpfen. Es gibt keine Hüpfburgen in Bochum, wo ich wohne. Es ist sehr, sehr traurig. Ruhrgebiet. Schön. Interessiert mich leider nicht. Ich versuche hier einen Punkt drüber zu bringen. Es ist auch Therapie für mich. So, aber seit ich das kann, kann ich mich abends ins Bett legen und sagen, gute Nacht, Bauch. Und er sagt, gute Nacht, Jan Philipp. Und da bin ich schon fast eingeschlafen und höre noch so, Jan Philipp. Ja, Bauch. Gibt's morgen Kekse? Natürlich gibt es Kekse. Es gibt immer Kekse, das ist ja das Problem. Und dann bin ich schon wieder fast eingeschlafen und höre noch so, hey, Titte. Ja, was ist los? Weil da geht's dann nämlich weiter. Das ist dann... Und das ist traurig genug, wenn man als junger Mann Brüste hat. Aber das hier sieht ja auch noch aus wie ein Maulwurf. Das ist... Hier ist das Fell und die rosa Schnauze und ich habe Angst, wenn ich mich auf den Bauch lege, dann gräbt es Tunnel in die Matratze. Und es ist ein trauriger Tag, wenn man als junger Mann seine Brüste bekommt. Ich habe meine Brüste mit 19 bekommen und ich weiß noch, was das für ein Gefühl war, wie ich vorm Spiegel stand und all diese verschiedenen Gefühle auf einmal hatte. So. Und ich glaube, das ist derselbe Gefühlsmix, den so ein 13-jähriges Mädchen haben muss, wenn sie in die Pubertät kommt. So, wenn sie dann ihre ersten Brüste. Als würde sie irgendwann die zweiten kriegen. Dann fallen die ersten aus und die zweiten wachsen nach und die sind fester und halten länger. Ich mach das wieder runter, das führt zu nichts. Das ist. Ich glaube, alles, was ich damit sagen möchte, ist, seid, wer ihr seid. Akzeptiert euch so, wie ihr seid. Oder nicht, keine Ahnung, mir egal, ich bin nicht euer Chef, also tschüss.